Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um den Elefantengeburtenmonat Februar 2024. Da sind richtig viele Elefanten in den Zoos auf die Welt gekommen und alles dazu jetzt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Wie gesagt, es geht um die Elefantengeburten in den Zoos im Februar 2024. Was war denn da los? Jede Menge Elefantenbabys sind gepurzelt, sind geboren. Den Anfang, den machte der Zoo Halle in Deutschland. Am 4. Februar 2024 ist dort ein männliches afrikanisches Elefantenkalb zur Welt gekommen. Es ist der Bruder von Tamika und Elani. Und da können wir uns jetzt ein paar Aufnahmen anschauen. Das männliche Jungtier in Zuhalle wurde am 4. Februar 2024 geboren und Vater des Jungtiers ist Abu, der bereits im Frühjahr 2023 in seinem Geburtszoo nach Wien-Schönbrunn zurückgegeben wurde. Inzwischen ist die gesamte Familie bestehend aus Großmutter Pori, Mutter Tana und den beiden Schwestern Tamika und Elani zweimal täglich zusammen im Außengehege für die Besucher zu sehen. Ja, und das war nicht die einzige Geburt. Auch im Safaripark Bekse Bergen ist ein Elefantenbaby geboren im Februar 2024 und insgesamt gibt es damit jetzt 3 kleine süße Elefantenbabys im Safaripark Bekse Bergen in den Niederlanden und alle 3 Elefantenbabys sind weiblich. Im Safaripark Bekse Bergen kam am 19. Februar 2024 das weibliche Jungtier Tendai zur Welt. Es ist bereits das 3. weibliche Elefantenbaby, das innerhalb eines halben Jahres geboren wurde. Am 7. Dezember 2023 wurde Ayabu geboren und am 4. November 2023 Mosi. Alles 3 sind Weibchen. Insgesamt leben jetzt 11 Elefanten im Safaripark Bekse Bergen. 2 adulte Bullen, Calimero, geboren 1980, und Jumbo, geboren 2004, sowie die beiden sogenannten Non-Breeder-Kühe Sabi, 1985 geboren, und Carla, 1986 geboren. Sabi ist allerdings durch künstliche Befruchtung die Mutter von Abu, der Vater der Kälber in Halle ist. Ja, und dann gibt es auch noch die Herde um Punda, die wurde 1992 wild geboren und die kennen viele sicherlich aus dem Zoo Wuppertal. Dort kam 2005 Bongi zur Welt, sie ist die Mutter von Ayabu. 2011 brachte sie ihr männliches Jungtier Shavu zur Welt, das lebt heute im Zoo Lattès in Frankreich. 2013 kam Pina Nessi zur Welt, sie ist die Mutter von Mosi. Und außerdem 2016 kam Madiba zur Welt und eben jetzt 2024 Tendai. Tendai ist das 5. Kalb von Punda. Und auch in den USA ist ein Elefantenbaby geboren, ein afrikanisches Elefantenbaby. Ich kann hierzu mal ein paar Fotos von Facebook zeigen. Im Omahas Henry Jolly Zoo in Nebraska in den USA gibt es jetzt insgesamt 10 Elefanten.
davon 5 Jungtiere, die zwischen 2022 und 2024 geboren sind. 2022 wurde das Weibchen Eugenia geboren und das Männchen Sony. 2023 wurde das Weibchen Amandra geboren und das Männchen Mopani. Und 2024, am 18. Februar, wurde ein noch namenloses Jungtier geboren. Vater dieses namenlosen Jungtiers vom 18. Februar ist Calais, der in Zoo Pittsburgh geboren wurde und inzwischen schon wieder an einen anderen Zoo abgegeben wurde, und die Mutter Oma. Ja, aber auch eine asiatische Elefantengeburt möchte ich nicht verschweigen. Eine asiatische Elefantengeburt im Zoo Kopenhagen in Dänemark. Dort ist ein asiatisches Elefantenkalb ebenfalls im Februar 2024 geboren. Im Zoo Kopenhagen gibt es inzwischen insgesamt 6 Elefanten. Das noch namenlose Kalb wurde am 20. Februar 2024 geboren. Mutter ist Mahakumari, die viele sicherlich noch aus dem Zoo Köln kennen dürften. Sie wurde 2007 im Zoo Köln geboren. Vater ist Bindu, Mutter ist Tiha Piu, die aus dem Zoo Emmen nach Köln kam und inzwischen in Kopenhagen verstorben ist. Mahakumari hat 2 Kinder zur Welt gebracht, ihr Sohn Jungbul Knee und das eben namenlose Kalb vom 20. Februar 2024. Ja, und wer sich für Elefantengeburten interessiert, das ist jetzt ein bisschen unbezahlte Werbung, dem kann ich auch das Tiergartenmagazin empfehlen. Vom Schüling Verlag gibt es in vielen Zooshops in Deutschland und ansonsten einfach im Internet unterm Schüling Buchkurier schauen oder zur Not dahin eine E-Mail schreiben. Das sollte eigentlich im Notfall auch klappen, wenn man es nicht findet. Ausgabe 1 2024, da gibt es nämlich einen großen Artikel über die Elefantengeburt im Teheraner Zoo im Iran. Ja, da ist wirklich ein schöner, großer Artikel erschienen. Also wer sich für Elefantengeburten interessiert, dem kann ich diesen Artikel nur wärmstens empfehlen. Teheraner Zoo im Iran. Da gibt es auch noch anderes, wo Elefanten vorkommen. Zoo Singapur und Negara Zoo in Malaysia. Auch das natürlich mit Elefanten. Aber zurück zu den Elefantengeburten. Ich hatte ja versprochen, dass ich auch über die Elefantengeburt im Zoo Halle berichte. Das habe ich hiermit ja am Anfang des Videos bereits getan. Aber diese paar kleinen Schnipsel, das soll nicht alles gewesen sein. Ein ausführlicherer Beitrag, ein ausführlicheres Video über die Elefantengeburt im Zoo Halle, das gibt es nächste Woche auf diesem YouTube-Kanal. Also auch nächste Woche unbedingt wieder reinschalten. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne ein Like da lassen. Gerne den Kanal abonnieren. Das geht da unten irgendwo. Und nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren, um auch in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Und gerne auch Kommentare schreiben. Die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.